Thüringer Berg am Übergang vom Walgau ins große Walsertal. Hier sind die Wiesen besonders saftig und die Aussicht ist besonders gut. Eine botanische Wanderung beginnt mit Geografie. Breithorn und Kellerspitz, nicht Kellerspitz, wie es meistens in der Landkarte drinnen steht, sondern Kellerspitz, hat mit Keller, dort haben wir ganz sicher nichts zu tun. Und ist ungefähr oder ziemlich genau der geografische Mittelpunkt von Vorarlberg. Denn hinter oder der große Brocken ist die Rote Wand, wunderschöner Berg mit noch einem ganz kleinen Gletscher drüber, der früher größer ist, aber im Zuge der Klimawärmung geht er natürlich immer wieder mehr zurück. Nur ganz sicher gehören wir zur Blumeneck, weil die Ruine Blumeneck, die da hinter dem Dobeldern ist, eindeutig auf Thüringer Berger Gemeindegebiet liegt. Geografische Streitfragen löst man hier diplomatisch. Und meine Geliebte ist das große Walsertal und meine Frau die Region Blumeneck. Nun aber zur Botanik. Hier findet man besonders viele interessante Pflanzen. Wichtig für die Botanik ist das Bestimmen der Pflanzen. Das ist der Hornklee. Schauen Sie einmal richtig an. Ruhige Zeiten hier und schauen. Und wird auch höher. Ja, und kennen tut man es. Die Schmetterlingsblüter. Blütler haben ja alle Schoter. Denkt nicht an Erbsen, Bohnen. Und die hat so einen bogene Schoter, das ist wie ein Hufeisen. Und darum der Name Hufeisenklee. Das ist der Hufeisenklee. Ja. Und das da ist der Wiesensalbei. Er riss jetzt nicht ab. Da, ja. Können die Blüter mal vergleichen? Salomons Siegel. Siegel. Salomon kennen wir, oder? Mhm, der Siegel kennen wir auch, Salomons Siegel. Warum heißt die so? Keine Ahnung. Mhm. Giftig auch, gell? Auch, ja. Also aus dem sollten wir keinen Tee machen, gell? Wir machen da bloß einmal.